In der Türkei dreht sich die Spirale der Gewalt gefährlich weiter. Der Konflikt zwischen der kurdischen Untergrundorganisation PKK und der Regierung droht zu eskalieren. Schon fällt das Wort Bürgerkrieg. Nicht nur im kurdischen Südosten der Türkei, im ganzen Land werden kurdische Geschäfte und Parteibüros angegriffen. Die Neuwahlen am 1. November also werfen ihre Schatten voraus. Präsident Erdogan versucht offenbar mit allen Mitteln, die bei der Wahl im Juni verlorene absolute Mehrheit für seine PKK, für die AKP zurückzuholen, um seine Macht zu zementieren. Thomas Heuss und Wer Gewalt sieht. Zahn um Zahn, Blut für Blut, hallt es durch die Straßen von Ankara. Tausende Nationalisten demonstrieren für die Regierung gegen die PKK. Sie fordern Vergeltung für getötete Soldaten und Polizisten. Wasser auf die Mühlen der regierenden AKP von Präsident Erdogan. Der lässt ohnehin schon gnadenlos gegen die PKK in den Kurdengebieten im eigenen Land und im Nordirak vorgehen, mit hohem Blutzoll. Nationalisten greifen jetzt Einrichtungen der Kurdenpartei HDP an. Letzte Nacht sind Parteibüros im ganzen Land demoliert, sogar angezündet worden. Der Kurdenpartei, seit Juni im Parlament, wird unterstellt, sie wäre der politische Arm der PKK, obwohl sie bisher immer für ein Ende der Gewalt eingetreten ist. Das sind konzertierte Angriffe auf unsere Partei. Dahinter stecken der Präsident und seine Regierung. Diese Behauptungen sind eine Lüge, sagt der Regierungsvertreter. Man würde im Gegenteil alles versuchen, Attacken gegen politische Gegner zu verhindern. Doch die Polizei schreitet letzte Nacht nur zögerlich ein, als Nationalisten Büros der HDP angreifen. Innerhalb von 2 Tagen sind mehr als 400 Einrichtungen unserer Partei angegriffen worden. Das ist eine Lynchkampagne. Und der Chef der Kurdenpartei befürchtet, die Regierung würde sogar einen Bürgerkrieg in Kauf nehmen, um seine HDP zu kriminalisieren und wieder aus dem Parlament zu werfen. Der charismatische Demirtas hat Erdogans AKP bei der Wahl im Juni die absolute Mehrheit gekostet. Erdogan lässt keine Gelegenheit aus, die HDP als Handlanger der PKK hinzustellen und die Schuld für die Eskalation der Gewalt in die Schuhe zu schieben. Und er ruft offen dazu auf, der Kurdenpartei bei der Neuwahl am 1. November die Rechnung zu präsentieren, obwohl er als Präsident eigentlich neutral sein sollte. Für dieses Ziel ist der nationalistische Mob auf den Straßen jedenfalls ein Erfüllungsgehilfe.